Wir stehen hier vom großen Adventskalender im Elisenpark in Greifswald und möchten gerne heute die Caroline wirklich schön shoppen lassen. Mit so, so viel Geld. Alle Geschenke kriegt sie beisammen. Andrea fächert hier schon fleißig mit 50-Euro-Scheinen. Ja, Caro ist kurz vor der Ohnmacht. Sie ist so aufgeregt. Caro, es ist wirklich wahr. Du bist die strahlende Gewinnerin des heutigen Tages. Ja, ich bin auch wirklich ganz aufgeregt und vielen Dank dafür. Caro kriegt jetzt erstmal einen Sekt, damit du ja, entspannt shoppen kannst. Caro, das ist dein Geld. Alles in 50er-Schein. Bitte schön, wir übergeben dir das jetzt. Soll ich das jetzt nehmen? So, oh Gott, das ist dein Geld und daraus machen wir jetzt Weihnachtsgeschenke. Dankeschön. Mal eine Frage, wo geht's denn als erstes hin? Na, zum Mediamarkt. Ausgerechnet zum Mediamarkt? Wieso zum Mediamarkt? Andere Frauen würden sofort shoppen gehen in die Kleidergeschäfte. Ja, nee, mein Bruder möchte so gerne eine Nintendo Switch haben und meine Oma einen Fernseher. Und ja, das ist dann erstmal das Erste, glaube ich. So, dabei kann ich dir jetzt helfen. Ja. Los, auf geht's, kommt. So, Caro, jetzt hast du schon das erste Geschenk. Ein Staubsauger, der das eigentlich komplett alleine macht. So, wir hatten jetzt ein bisschen die Qual der Wahl und haben uns ganz lieb beraten lassen und der hier soll's sein, ne? Genau, das ist er. Uwe hier, du kannst das schleppen. Und was machen wir jetzt? Jetzt besorgen wir die Nintendo Switch für den Bruder. Wir haben viel zu tun. Also, bis gleich. Wie? Schwer. So, wir sehen jetzt hier gerade Uwe im Großformat. Mit Caro kommt doch hin, oder? Ja, ganz putzig. Guck mal, da ist er. Da ist er, der Kleine. Oh, Uwe, na? Möchtest du das? Oder? Doch, hier, hier. Guck mal, das ist was für Frauen. Das ist was für Frauen. Oder? Das haben wir auch noch. Liebe Caro, du hast die Wahl. Nimmst du das, nimmst du das, nimmst du das? Das Güldene? Wir nehmen das Güldene, bitte. Vergiss es. Pack wieder weg, Mann. Du bist ja wie mein Sohn. So, wir sind an der Kasse angekommen. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was müssen wir hier löhnen? 1.122 Euro, bitte. Wow, alter Schwede. Das haben andere nicht mal überhaupt als Budget zu Weihnachten. Nee, Wahnsinn. Vielen Dank. Ich freue mich. Ja, du, wir sind ja noch nicht fertig. Ja, trotzdem. Wir kaufen ja nachher noch Klamotten für den Vater, ne? Ja, genau. Und ich weiß, wie das bei euch Frauen ist. Das bleibt nicht bei Klamotten für den Vater. 12, 7, 8, 6, 14. Hör auf, Uwe. Naja. 18, 13. Kurze Wasserstandsmeldung. Wir sind also jetzt hier irgendwie schon gefühlt 5 Stunden beim Shoppen, aber wir haben irgendwie gerade mal den Elektronikfachmarkt verlassen, denn das war echt anstrengend hier, oder Caro? Ja, auf jeden Fall. Was war der Schlimmste für dich jetzt? Erzähl mal. Der Staubsaugerroboter. Da haben wir viel erklärt gekriegt und keiner hat verstanden, was wir eigentlich... Genau. Gut, okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt eine Runde weiter. Wir haben nämlich noch eine ganze Menge vor, weil jetzt geht es nämlich noch ans Klamotten-Shopping für den Vater, heißt es ja. Haha. Ha. Ja, Uwe, aber dann lass mal einen Profi ran, ne? Weil du kannst dich shoppen, Klamotten, wie man sieht. Das ist so, Caro, ich habe so viel Stress beim Gehen, du. Oh, das wäre total lieb, wenn du mal den Korb anschieben könntest. Ja, auf jeden Fall. Danke. Geht los. Musik.
Karo, aber damit habe ich früher als Kind auch gern gespielt. Und? Das war's für mich. Und Karo, war das schon alles? Noch nicht, aber fast. Dank an das Ostseewelle-Team. Ich freue mich total über diese tollen Sachen. Weihnachten kann kommen und ich freue mich schon auf die Gesichter meiner Familie und von meinen Freunden. Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern.